ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Wer meinem Kanal schon länger folgt, der weiß, dass ich eigentlich versuche, in jedem Stream irgendwie ein bisschen anders auszusehen. Das heißt, ich schmeiße mich in ein neues Kostüm, was ich dann auch gerne nochmal neu einfärbe. Und da sind wir nämlich schon beim Thema. Um Sachen einzufärben, brauche ich Farben. Viele der Farben, die kamen durch Errungenschaften, habe ich gar nicht so groß drauf geachtet. Aber seitdem ich da wirklich so gezielt dabei bin, schaue ich auch, wo kann ich jetzt noch neue Farben herkriegen. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Und deswegen möchte ich euch heute mal auf eine Errungenschaft hinweisen, und zwar Naturschlechter bzw. Naturschlechterin. Ist eine Errungenschaft, die eigentlich fast von alleine läuft, aber es sind so ein paar Sachen dabei, auf die ich nicht so geachtet habe. Wir machen das Ganze mal auf. Wir müssen nämlich jede Menge, wie der Name schon sagt, schlachten. Wir sehen es ja schon, da ist ein bisschen was zu tun. Und als Belohnung bekomme ich dann eben ein Jägergrün. Also ich habe ja schon gesagt, prinzipiell ist es eine Errungenschaft, die fast von alleine läuft. Aber ich muss sagen, zwei Sachen waren bei mir zum Schluss noch relativ weit offen. Nämlich erst einmal die Netch. Die sind nämlich eigentlich nicht aggressiv, die muss ich schon aktiv angreifen. Und dann habe ich eben mal, ich finde die eigentlich total schön, aber was tut mir nicht alles für eine Errungenschaft, habe dann mal kurz 50 Netch getötet, so rum. Und auch die Bestien waren bei mir ein bisschen schwieriger. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, weil Bestien auch von Zeit zu Zeit mal zu den Bestrebungen gehören. Und ich immer nicht wusste, was ist eigentlich eine Bestie? Das, was ich für eine Bestie gehalten habe, ist zumindest keine. Und der Rest ging tatsächlich relativ schnell. Selbst die Wasserkreaturen, davon brauchen wir tatsächlich auch nur 100, waren relativ schnell voll. Also schaut einfach mal in euren Errungenschaften, sprich ihr öffnet euer Tagebuch, geht hier hinten auf die Errungenschaften, sortiert dann einfach mal oder filtert nach Naturschlechter oder Natur könnte vielleicht sogar schon reichen. Und dann landet ihr hier bei Charakter allgemein bei dieser Errungenschaft. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Killen und Schlachten von diesen ganzen mehr oder weniger netten Kreaturen, um dann letztendlich eine neue Farbe zu bekommen, nämlich das Jägergrün. Ja, war ein sehr theoretisches Video heute. Wir haben nirgendwo draufgehauen, wir haben nichts gesucht, wir haben nichts gefunden. Aber ein kleiner Hinweis eben, finde ich schon nicht ganz unwichtig, gerade für die, die eben gerne wie ich einfärben. Ja, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, ihr wisst, ich freue mich mega über ein Like und ein Follow. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Ihr wisst, sonst läuft das hier alles nicht, ne? Und besucht mich auch super gerne auf Twitch, auch dort freue ich mich natürlich mega über ein Follow. Und wenn irgendwelche Fragen sind, ihr irgendwo Beihilfe braucht, meldet euch gerne im Chat und dann legen wir gemeinsam los. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.